Daddy ist zurück. Mit einer neuen Folge Phobia Santa Dinfner Hotel. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So, wir sind hier noch am Rätsel, wie wir hier überhaupt weiterkommen. Wir müssen uns wohl noch ein bisschen... Oder wir müssen etwas holen. Das hier auf... Oh. Um hier irgendwas zu machen... Vielleicht müssen wir es aufbrechen. Oder wir haben es uns nicht gut genug umgeguckt. Eins von beiden. Das sieht aus wie immer. Ah. Ach, Kelle. Meister Christopher hatte recht wie immer. Der von ihm vorhergesagte Reinigungsprozess hat nun begonnen. Der Wieszeit als Anführer des Heiligen Pfads ist vorüber und sein Sohn wird das Mädchen in unserer Abwesenheit beschützen. Meine einzige Hoffnung ist, dass diejenigen, die uns folgen, unsere Arbeit in unserem Sinne weiterführen. Es ist soweit. Mein Pfad endet nun. Ich habe keine Angst, denn ich weiß, dass sich die Verheißung der Auferstehung und des ewigen Lebens erfüllen wird. Das ist das große Versprechen des Meisters und der Meister hat recht über das Prinzip des freien Willens. Es gibt keinen freien Willen, habe ich gehört. Habe ich hier so gelesen. Ja, das hat mir leider nicht geholfen. Ah. Roberto, ich muss fort. Wenn du es hierher geschafft hast, der Schlüssel zum Verwaltungsraum befindet sich im Empfangsbereich im Erdgeschoss. Du brauchst diesen Schlüssel. There's no way. Did she really just leave me here to die? You know what? Fuck this. There has to be some way to escape through the reception area. Richtig. I'll find a way out of here on my own. Einfach abhauen. Wofür sich hier den Stress machen? Zwischengeschosse 2. Metallschlüssel. Das könnte oben vielleicht nützlich sein. Schauen wir doch mal nach. So. Vielleicht ein bisschen langsamer. Ah, steht auch eine 2. Zwischengeschosse 2. Okay, das sind wir hier richtig. Liege. Das hier geht gar nicht auf. Der Schlüssel ist schon weg. Ein Rätsel. Totenschädel. Gibt es dafür irgendeine Information vielleicht, was man hier machen muss? Ansonsten muss ich auf gut Glück gucken. Wieso geht das hier nicht? Ah, es geht nur auf, wenn wir das Rätsel gelöst haben. Okay. Na gut. Es muss irgendwie passen. Muss das so legen, dass überhaupt irgendwelche Zeichen übereinander passen, oder? Hier zum Beispiel, das ist der Kreis. Das Plus. Hier der Kreis und hier der Kreis. Aha! Sieh mal einer an. Empfangsschlüssel.
Jetzt können wir wieder runter. Der Weg nach unten wird bestimmt nicht so einfach sein. Gehen wir lieber mal zur Kiste. Legen zwei Sachen weg. Holen den Kassettenrekorder raus. Kombinieren den mit der Kassette. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Hi, Sar again. The girl. Everyone here is terrified of her. And I don't blame them. Every time she shows up, we all feel some kind of intense pain. It's hard to describe, really. But honestly, I don't think she's trying to hurt us. Mm-hmm. From what I've seen, it seems like she's looking for something. Or maybe someone. This time, when I saw her, I swear she was trying to speak to me. But the only word I could make out was daddy. Daddy? Sucht sie nach Daddy D? I blacked out before I could hear anything else. When I woke up, she was already gone. I don't know what to think. If she's really not trying to kill us, what could she possibly be looking for? Okay. Das können wir jetzt auch weglegen. Das hier können wir auch weglegen. Erstmal. Nehmen das Maschinengewehr raus. Speichern konnte man ja nicht. Nö, okay. So. Müssen wir jetzt wieder zum Aufzug. Ich wusste. Ist noch einer. Na, komm, was soll der Geiz? Wir haben so viele Patronen. Die müssen weg. Okay. Puh. Gut, dann sehen wir uns wieder im ersten Stock, während ich Speicher angehe. Ja. Packen wir mal das Maschinengewehr raus. Er weiß, was hier jetzt kommt. Aha. Na, dreh dich. Hier bin ich. Jetzt. Kam ja schon fast zu nah. Ja, mit der selbst die Taschenlampe macht sie aus, auch das Tageslicht und alles, ne? Ist schon Wahnsinn. Jedenfalls war das so eine Nachricht. Jede Lichtquelle geht verloren. Bleib ruhig so stehen. Ich schieß nur ein bisschen. Diese Sensibilität ist schon
bisschen zu viel des Guten. Da liegt auch noch einer. Wahrscheinlich auch noch aufstehen. Meisterschütze. Haha. Das hat sich schon gelobt mit der Streuung. Will ich behaupten. Nicht, dass hier noch einer ist. Der Empfangsbereich müsste doch hier sein, oder? Video? Okay. Fliege, fliege, fliege. Das kann es auch schon nicht aufheben, um zu speichern oder was das mal das ist. Nur ein Speicherplatz. Ist aber eine Kiste, das ist schon mal gut. Irgendwas ändern? Schrotflinte mitnehmen? Nee. Erstmal nicht. Ich glaube nicht, dass hier direkt der nächste Boss kommt, oder? MP3-Player. Ah, Speicherstand gefunden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das denn hier speichert, was das macht. Gucken wir nochmal schnell durch unsere Kamera. Da sieht genauso aus wie eben. Machen wir mal alle Türen auf, nicht, dass wir gleich laufen müssen, wie verrückt. Raus kommen wir hier schon mal nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Was haben wir hier? Gästeliste, Namen und Berufe. Das wird für irgendwas nützlich sein. Für irgendein Rätsel. Telefon. Es gibt keine Wahl, hab ich doch gesagt. Ob dieser Raum vollkommen umsonst ist. Auch keine versteckte Kugel oder so, die man von hier vielleicht aufheben könnte. Nee. Okay, man kann nicht aufmachen. Ah, wir brauchen mit den Schlüssel. Ohne kommen wir nicht weiter. Wieder einen mehr. Drei Stück zu verbessern. Aber heilen könnte ich mich eigentlich auch nochmal. Habe ich den Schlüssel anstecken? Nein, schade. Ah, das heißt leider nochmal zurücklaufen. Chemiewebstation. Oh, ist nur 12. Plus, ich habe gleich, ich glaube, ich habe davon viel zu viel. Ich muss davon einen Buffer brauchen. Und was ist den Schlüssel? Hier ist auch nichts anders mit der Kamera. So sehe ich aber schlecht.
Das. Na, da geht das so schlecht. Schaltkreis für vierten Stock, nehme ich an. Verwaltungsraum. Ist dafür wieder nach ganz oben, ne? Telefon klingelt wieder. Ich glaube, gleich passiert hier was ganz Unschönes. Wieso sollte ich wieder in den vierten Stock wollen? Oh, da liegt ja noch was. Hab ich gar nicht aufgehoben. Sehe ich gerade. Hallo, Roberto? That's it, Stephanie. I'm done listening ja, to you. Ja, finished. You got that? I can't explain. No, you screwed me. You knew that fucking piano monster was there and you didn't tell me anything. Roberto, I was trying to... What? Trying to what, Stephanie? Because right now, all it seems like you're trying to do is get me killed. Okay, look, I understand why you're upset, but please just listen to me for a second. I'm sorry, all right? I waited by the statue as long as I could, but as soon as I heard the piano start to play, I had to run. I thought it would have been long gone by now. Otherwise, I never would have told you to meet me there. I know that none of this makes any sense to you right now, but I need you to understand one thing. If we want to get out of here alive, we need to work together. Yeah, then... You know, working with you and getting out of here alive don't really seem like they go together all that well. Roberto, you don't have a choice. There's no way out from the main levels anymore. The other survivors closed off every single entrance and exit throughout the hotel. All of them. Jesus Christ, is this some kind of sick joke? How can I trust a word you say after everything you've put me through? Hey, if you want to risk your life searching around the hotel for an escape route that doesn't actually exist, be my guest. Didn't think so. Now listen up. There's a large laboratory underneath the hotel, and there's only one way to get down to it. Below the statue on the 8th floor, there's a passage that will lead you to an elevator. To access this passage, you need to go into the administration office and open the safe next to the desk. Inside it, you'll find more information. This is really important. The girl needs your help. Holy shit! War das? Ist was runtergefallen, das weiß ich aber. Steht da auch auf oder was ist hier los? Und wo ist das Verwaltungsbüro? War das da oben oder? Was war das? Und die Tür, die war vorher ganz, oder? Ich hab doch aufgeschlossen. Nein, bitte nicht. Ich hasse diese Verfolgungssachen. Wartet er jetzt hier auf mich oder was? Hallo? Ich glaube, ich halte mich erstmal voll. Nicht rein. Haha. Kommst du nicht rein? Hier bin ich. Hallo. Ich muss durch ihn durchlaufen und dann hoch, oder? Das ist der einzige Weg. Super.
nicht raus. Wo muss ich hin? Ich komme nicht zum Aufzug so. So rum komme ich nicht zum Aufzug, oder? Gar nicht? Hm. Ah, ich weiß wie. Es wird kein schöner Weg sein. Wir müssen uns irgendwie durchschießen, glaube ich. Ah, so wird das nix. Wir müssen durch das rote Zeug laufen. Das ist der einzige Weg, glaube ich. Um dorthin zu gelangen. Nee, das ist auch Quatsch, oder? Das Ding gerade kaputt gegangen. Breaking right now? Ich sehe nichts. Komm schon, Spiel. Ist das jetzt Absicht? Okay, scheint sicher zu sein. Dafür war das gedacht. Die Schlüsselkarte. Oh. Wollen wir mal. Das können wir schon noch hin. Ah, ja, sieht schon mal gut aus. Okay. Das müsste es doch gewesen sein, ne? Nein. Das stimmt da nicht. Ah, die hier. Ja, hat halt ein bisschen Schaden gegeben, aber... Wartungsraum der 8. Etage, sehr gut, okay. Da wissen wir, wo wir jetzt hin müssen. Nachdem ich gespeichert habe. Ich frage mich, ob jedes Mal, wenn er uns verfolgt, ob es jetzt an der Zeit ist, ein bisschen zu schießen oder abzuhauen. Nein. Probieren es immer erst mit abhauen. Denke ich. Ein Safe müsste ich bestimmt schon irgendwie aufbauen können, aber. Weiß auch nicht wie. Code steht bestimmt irgendwo. So, was haben wir hier? Lieblingsmunition? Vier Stück? Ist schon mal gut. Hm. Ich bräuchte auch mal das letzte Teil für den Würfel. Was haben wir hier? Statue des Propheten Christopher. Die Statue hält einen Kelch, der den Prophet bei seinen Predigen benutzte. Eine schöne Glasmalerei bei einem sehr merkwürdigen Datum. 2060. Okay. Das ist eingekreist. Der Kelch. Verweisungsraum für den Kelch, der wirklich sehr schön ist. Ich habe hier eine alte Münze aufgeklebt, die ich gefunden habe.
Ich habe diese Kiste fotografiert, in der sich ein spezielles Schloss befindet. Ich frage mich, was sich darin befindet. Die spezielle Kiste. Das ist genau neben uns. Ne? Ich habe ein paar alte Zeichnungen gefunden. Auf ihnen allen befindet sich das gleiche Symbol. Wie es scheint, haben nicht alle an den Propheten geglaubt. Die Tore waren offen. Das hatte er nicht vorgesehen. 4444444? Ist da irgendeine andere Zahl mit dabei? Nein. Ich habe an einigen Stellen seltsame Schriften gefunden. Quod liberum arbitrium a principal. Ist das Latein? Gut, weiterblättern können wir nicht. Das ist eine merkwürdige Kiste. Wir brauchen hier dafür das vierte Teil. Hier können wir speichern. Das ist auch schon mal sehr schön. Das Foto. Mit lateinischem Text. Oh. Da steht immer dasselbe, ne? Was ist das? Ich kann das irgendwie nicht richtig drehen. Bisschen schwierig. Jetzt ist es falsch rum. So. Das ist der geheime Gang, glaube ich. Neben der Treppe. Datum ist auch verschieden. Ich weiß nicht. Das schauen wir gleich nochmal. Da ist noch ein Safe. Das ist noch so ein Verbandsding. Ist besser. Kann man das auch verwenden einfach? Nee. Kameras. Hineinzoomen. Rauszoomen. Ja, wenn ich drauf drücke, dann sehe ich alles nur schwarz. Ihr lieben Leute. Da ist auch noch so eine Kiste. Diese Kisten kriegen wir auch nicht auf, glaube ich. Was ist das? Da waren wir. Schauen wir uns doch mal den. Hier fehlt was. Hier muss ein Kelch hin. Okay, diese Hand ist nicht umsonst hier. Ah. 35, 35. Öffne dich. Okay. Fibonacci. 0112358131255. Nehmen. Klaviertasten. Nehmen. I think I need to put these in that piano that's back in the ballroom. Ist das hier? Kleines Zahnrad. Oh. Und was mit dem Geld? Das Zahnrad könnten wir direkt mal ausprobieren. Ist hier eine Kiste? Ist völlig nein. Schade. Was haben wir hier? Viel Kram, aber nichts zum Aufheben. Aha. Pistolenmunition. Schon lange keine gesehen. Ist ja bitter nötig. Gut. Dann benutzen wir die Klaviertasten und alles weiter in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.